Rautenberg Info für die Delta Mike Delta Whisky Bravo. Delta Mike Delta Whisky Bravo, Rautenberg Info. Ja, 2 Personen, Charlie 42, es geht nach Paderborn-Lippstadt. So, Tür zu. Bist du ready? Guck, da will sie schon hoch. Guck, du willst jetzt noch im weißen Bereich zum Steigen? Ja. So, jetzt haben wir 400 Fuß. 500 Fuß. Jetzt machst du ein bisschen Drehzahl zurück. Nicht den Motor zu sehr beanspruchen. So. Und jetzt Klappe rein und dabei ein bisschen die Nase drücken. So, moin moin, liebe Freunde Duftsport. Willkommen an der Delta Mike Delta Whisky Bravo. Zweiter Flug nach meinem BZF. Es geht nach Paderborn-Lippstadt. Natürlich auch wieder auf Englisch gleich. Das Video für Münster aus der Brücke ist gerade in Mache. Wir sind gerade am Schneiden. Dauert natürlich immer ein bisschen und haben natürlich auch was anderes vor in unserer Freizeit. Ja, wir fliegen über November rein, sehr wahrscheinlich in Paderborn. Piste 06 wird sehr wahrscheinlich offen haben. Wind kommt aus Nordost mit 5, 6 Knoten, maximal 10. Also alles im Bereich des Machbaren und ja, ich freue mich, bin gespannt. Auf der Webcam sah man, dass da nichts los ist. Natürlich traurig, aber für mich auch wiederum gut, wir können lernen. Und irgendwann steht natürlich auch Düsseldorf an. Ich freue mich natürlich darauf, sehr mega drauf. Aber für mich ist erstmal für mich hat erstmal Priorität das Landen bzw. das Funken und erstmal das Erlernen des Fliegens in der CTR. Paderborn Tower, Delta Mike, Delta Whisky Bravo, good day. Delta Mike, Delta Whisky Bravo, Paderborn Tower. Delta Mike, Delta Whisky Bravo, Charlie 42, VFR Flight, 5 minutes west of November in 2300 feet for landing. Delta Whisky Bravo, KNH 1025 runway 06, report November. Delta Whisky Bravo, KNH 1025 runway 06 and we'll report November. Delta Whisky Bravo, November 2000 feet, request enter control zone. Delta Whisky Bravo, enter control zone approved to join direct base runway 06. Delta Whisky Bravo, approved to enter control zone, direct base 06. Delta Whisky Bravo, base 06. Delta Whisky Bravo, wind 020 degrees, 6 knots, runway 06, clear to land. Delta Whisky Bravo, runway 06, clear to land. Ja, der ist doch vergleichbar von der Größe wie Münster, ne? Ja. Noch einen Tacken kleiner. Das sieht so langsam aus, ne? Delta Whisky Bravo, Taxi 2, Parking Position 9er, via Charlie, Mike and Golf. Charlie, Mike und Golf, Delta Whisky Bravo. Ja, herzlich willkommen in Paderborn-Lippstadt. Auch schön, ne? Klein, aber fein. Ja. Charlie, Mike ist hier, ne? Ja, hier ist Mike. Und dahin kommt Golf. Da siehst du hier an den Pfeilen hier links. An den, ja, genau. Wir sind jetzt auf Mike, links. Ja. Und hier so schräg rechts kommt gleich erstmal Foxtrot und dann dahinter ist direkt Golf. Genau, genau.
So Leute, gut angekommen in Paderborn. Klein, aber fein, vergleichbar mit Münster, Osnabrück. Vielleicht ein bisschen kleiner. Heute Morgen wollten wir eigentlich schon geflogen sein, aber das Wetter hat uns einfach nicht, hat es einfach nicht zugelassen. Wir sind froh, jetzt ein paar Mal angekommen zu sein. Ist natürlich auch nichts los, Corona lässt es auch nicht zu. Und ja, wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal zum DAT. Vielleicht gibt es einen Kaffee und dann gucken wir mal weiter. Paderborn Tower, Delta Mike, Delta Whiskey Bravo, good day. Delta Mike, Delta Whiskey Bravo, Paderborn Tower, Mann. Delta Mike, Delta Whiskey Bravo, Charlie 42, GAT, VFR Flight, via November, request taxi. Delta Whiskey Bravo, taxi to holding point, runway 065, Delta QNH 1025. Delta Mike, Delta Whiskey Bravo, taxi to taxi holding point, Delta 06, QNH 1025. So, 06 und Delta, ne? Ja. Und wir fliegen über November raus, ne? Ja. November. Delta Mike, Delta Whiskey Bravo, Taxi Holding Point Delta, Runway 06, ready for departure. Delta Whiskey Bravo, follow preceding Papa 28 Alpha, leave control zone via November, Wind 060 degrees, 5 knots, Runway 06, clear to take off. Delta Mike, Delta Whiskey Bravo, leave control zone via November, following Piper PA 28 and Runway 06, clear for take off. Okay. Right? Ja. So, Tür zu. Tür zu. Delta Mike, Delta Whiskey Bravo, November 2000, request to leave your frequency. Delta Whiskey Bravo, approach to leave frequency, und Flug. Delta Whiskey Bravo, approach to leave frequency, vielen Dank, ciao. Nee, Delta Whiskey Bravo, dreht jetzt ein, quer Piste 07. Zeig ich dir mal. Das machen wir jetzt beim Wald. Bist du bereit? Ja. Warte, noch ein bisschen. So. Wir sind hoch, ne? Ja. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, die Kameras haben gehalten. Paderborn war noch echt viel los zum Schluss beim Starten. Wir werten mal die Videomaterialien aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt uns auf Instagram, unterstrich, flyinglook, unterstrich. Lasst auch gerne mal ein Abo da auf YouTube. Wir freuen uns immer.
Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den nächsten Flug. Sie ist bald dran mit ihrem Flugschein in 2 Wochen. Ja. Stolzer Freund. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.